Tadadada. Hallo, seid gegrüßt. Wir waren drin in Mad Max Fury Road. Gerade aus dem Kino. Noch ein bisschen geschafft eigentlich jetzt, ne? Später noch. Och, es geht. Oh, wir wollen danach schnell noch einen Kaffee trinken. Nach diesem absoluten Overkill. Wir haben uns das Ganze in 3D angeguckt. Ihr erkennt das vielleicht an unseren Brillen. Und ja, was sagen wir? Ja, wir wollten das jetzt halt einfach mal für euch reviewen, so wie wir das immer machen, wenn wir im Kino waren. Ja, also Mad Max Fury Road. 1980 gab es ja den ersten Mad Max mit Mel Gibson, auch damals schon von George Miller, dem Regisseur. Absolute Kultreihe, gab ja damals drei Teile, also eine Trilogie. Mad Max der Vollstrecker und der dritte Teil. Naja, jedenfalls jetzt nach vielen, vielen Jahren, über 30 Jahre, Mad Max Fury Road mit Tom Hardy in der Hauptrolle und Charlize Theron. Die Charlize Theron, glaube ich. Charlize Theron. Die da richtig auf die Kacke gehauen haben. Ja. Ja. Was möchtest du sagen? Soll ich anfangen? Fang einfach mal an, oder? Ja, also ich muss vorweg sagen, ich habe die anderen Teile davor nicht gesehen. Ich habe das jetzt komplett unvoreingenommen mal mir angeguckt, weil wie gesagt, ich habe davon gehört natürlich, dass die Teile davor gab, aber ich habe sie nicht gesehen. Einmal nur irgendwie so ein Ende von welchem Teil oder so im Fernsehen so halbherzig habe ich mal gesehen. Ja, da habe ich mal kurz was gesehen. Aber ansonsten habe ich die Filme nicht geguckt, also habe ich diesen Film heute auch wirklich komplett, also war es Neuland für mich und wusste nicht so wirklich, worauf ich mich einlasse. Aber ich muss sagen, dass der Film mich nicht enttäuscht hat. Ich war ja erst so ein bisschen skeptisch, ich wusste jetzt nicht, unter welches Genre das so fällt. Und ich bin ja eigentlich eher jemand, der so Horrorfilme guckt und sowas. Und deswegen war das halt ein bisschen neu für mich, weil das ja mehr so Endzeit-Action ist und so. Deswegen habe ich mich aber trotzdem mal einfach drauf eingelassen. Und ich muss sagen, es war jetzt kein Fehler, das zu tun, weil das Ding hatte echt super geile Bilder und es war alles richtig dreckig und duster und die Charaktere waren duster und böse und nicht glimpflich und von daher war das alleine schon cool von der Optik her, sowas ist mir ja immer sehr wichtig und von daher war das jetzt schon mal auf jeden Fall ein Pluspunkt, optisch total cool und es war auf jeden Fall absolut nicht langweilig, es ging immer ab, von vorne bis zum Schluss ging es eigentlich ab, nur einmal kurz war so ein bisschen ruhiger, aber das wenige Minuten, also ganz ganz wenig, man hatte kaum Zeit zu verschnaufen, wer also, die Trailer schon gesehen hat und denkt, also wie meistens ja in den Trailern werden immer die besten Szenen schon vergeigt. Der ganze Film rockt wie die Trailer eigentlich, nonstop. Also am Anfang schon, da gab es irgendwie so eine Verfolgungsjagd oder sowas. Und dann gab es einmal eine kurze Szene, wo jemand gelaufen ist und dann plötzlich am Abgrund stand. Und das war so 3D-mäßig, da ist mir fast schlecht geworden. Das war so richtig so, weil es ist total Speed. Man sieht das alles so, wie dann gerannt wird und so. Und du rennst dann quasi mit im 3D. Und dann ist dann stoppt der plötzlich und dann ist da dieser Abgrund und du denkst nur so in dem Moment. Du hörst eigentlich nur loskotzen, da wird dir schon schwindelig. Das war voll cool. Aber ein negatives gab es für mich, weil ich bin ja so ein absoluter Stelzenhasser. Also ich habe ja total Schiss vor Stelzen und alles, so Menschen, die auf Stelzen laufen und sowas. Und da hatte ich natürlich so ein Problem. Da gab es diese Autos mit diesen ganz, ganz langen Spießen, Stäben, wie so Stabhochsprung halt. Diese ganz langen, die waren dann so an den Autos befestigt und da haben die sich dann immer so runtergehievt. Aufs Auto und so. Boah, also es sah geil aus. Es sah richtig geil aus. Aber das war so lang und hoch und oh, da hatte ich, ich glaube, die Leute müssten echt gedacht haben, ich bin bescheuert. Aber ich habe in dem Moment wirklich da so gesessen. Weil ich fand das echt irgendwie gruselig. Weil ich sowas nicht mag. So. Aber ansonsten muss ich sagen, war das optisch richtig cool umgesetzt. War auch so ein bisschen Steampunk-mäßig vom Style her, wie die Leute aussahen teilweise. Fand ich richtig cool. Und wo ich mich auch drauf gefreut hatte, waren diese vier Models. Waren das vier? Ich weiß gar nicht, wie viele davon Models waren. Und ah ja, das sah man halt. Die waren so typische Model-Gesichter halt, so Models halt. Und da hatte ich ja so ein bisschen hohe Erwartungen drin, weil da dachte ich ja erst so, was haben die überhaupt für eine Rolle? Man hat ja hohe Erwartungen, Models, die in den Filmen mitspielen. Nein, weil ich wollte wissen, was haben die eigentlich für eine Rolle, was machen die, weil die sahen erst so aus, als ob die vielleicht irgendwie so Hexen sind oder irgendwas, das hätte ich cool gefunden, ja. Waren sie aber letztendlich nicht. Aber die Rolle an sich war trotzdem gut. Das Einzige, was ich sehr schade fand, war eine Szene aus dem Trailer, die es dann da irgendwie nicht gab. Es gab mehrere Szenen aus den Trailern, die es im Film nicht gab. Also das fand ich ein bisschen schade, weil die sahen nämlich schon so
ziemlich epic aus, so, die auch dann eben mit diesen vier Frauen da zu tun hatten. Mhm. Aber das gab es leider da drin nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, war der Film einfach, ich kann da gar nicht groß viel zu beschreiben. Es war einfach optisch total cool. Es war einfach ein Feuerwerk irgendwie. Also es war immer was los. Ja, um überhaupt mal auf die Handlung einzugehen, es gab gar nicht viel Handlung. Jo. Die Handlung ist eigentlich recht schlicht gewesen. Man darf jetzt auch nicht zu viel erzählen. Man sieht das meiste ja schon am Trailer. Charlize Theron versucht so ein paar Mädels zu helfen. Mad Max gerät dazu. Und irgendwie versuchen die dann vor dem bösen Immortan Joe, oder wie er hieß, glaube ich, Immortan Joe war das? Immortan Joe hieß. Der übrigens, Immortan Joe, der ja hier den Bösen mit der Maske und so cool geschminkt und so, der damals auch im ersten Mad Max den Two-Cutter gespielt hatte. Das war der gleiche Darsteller. Und nochmal kurz eben auf das 3D im Film. Das 3D, es ist, glaube ich, nur konvertiert gewesen. Also es ist kein Original 3D. Und der Film hatte eigentlich nur ein paar gute Szenen in 3D, muss ich sagen. Oft habe ich so ein bisschen über die Brille geguckt und war mir überlegt, ist das jetzt 3D oder ist das nicht 3D? Ich habe es vergessen. Also da war, ja, also man hätte da doch einiges mehr noch rausholen können. Das 3D hat nicht hundertprozentig überzeugt. Es gab ein paar coole Szenen, aber eben nicht sehr viele. Ich wollte noch was anderes sagen, was ich total geil fand noch war, dieser Gitarrist da auf diesem Ding da, das sah total geil aus. So ein Gitarrist, der da immer auf so einem Wagen dann da gespielt hat, aus irgendwelchen Gründen sagen, auch immer. In den Trailern habe ich immer gedacht, wie bescheuert mit dem Gitarristen, aber kam so cool in den Film, die Trommler cool. Und der Gitarrist da vorne. Und auch die Nachtszenen kamen total cool. Die Nachtszenen waren auch richtig geil. Also man muss sagen, optisch, also visuell und so, absolut. Sowas habe ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich sowas das letzte Mal gesehen habe. Und ich kann nur sagen, also bei dem Film haben die sowas von auf die Kacke gehauen. Also man ist total geflasht danach. Und mein liebster Teil war ja immer der zweite Teil von Mad Max, also Mad Max der Vollstrecker. Und da ist so im letzten Teil des Filmes ist ja so die Verfolgungsjagd, also die recht lange Verfolgungsjagd mit dem Tanklastzug und den ganzen Punks und dieser ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt hießen. Komme ich nicht drauf. Aber jedenfalls, der Film jetzt, Fury Road, besteht eigentlich nur aus einer Verfolgungsjagd. So wie man bei Vollstrecker das Ende eben so schön drauf haute, so geht es in Fury Road von Anfang bis Ende. Der ganze Film ist einfach nur eine Verfolgungsjagd. Und man hat kaum Szenen oder Momente, in denen man mal verschnaufen kann. Und fand ich schon richtig cool. Ich saß nur da. Und die waren so toll gefilmt, die Szenen. Also die Kameraschwenks und alles. Also ja. Ich war absolut begeistert von dem Film. Bei CGI-Effekten fand ich ein paar, habe ich gedacht, bei so einem Film einer solchen Größe, da haben sie ein bisschen geschlammt. Es gab vereinzelte Szenen da, vor allem so Einschusslöcher oder so. Größere Wunden, die dann auch mit CGI dargestellt wurden und so. Da sah man schon manchmal deutlich, dass jetzt ein CGI-Effekt da war. Fand ich nicht so schön. Ja, Mel Gibson, Tom Hardy. Ich hätte ja eigentlich gerne Mel Gibson wiedergesehen, aber muss eben sagen, in den Trailern hatte mir Tom Hardy nicht so gut gefallen. Man hat auch nicht wirklich viel von ihm gesehen. Im Film ist er auch recht wortkarg, aber er hat seine Sache soweit ganz gut gemacht. Sehr gut. Lustig mit dem wortkarg eigentlich. Sehr gut. Auch Charlize Theron, also die hat auch richtig gut da was hingelegt. Hat sehr gut gepasst. Gesplattert hat es nicht wirklich viel. Es war alles sehr comichaft umgesetzt. Es gab schon ein paar Szenen, wo man mal richtig draufgehauen hat. Aber es waren jetzt keine großen Splatter-Orgien oder so. Nö, das alles nicht. Eben sehr überdreht, wie man es auch in den Trailern gesehen hat. Aber viel Auto-Action. Auto-Action. Und stachelige Autos und eklige Autos. Also viele. Ja, also als die Stachelautos kamen, das fand ich auch. Ich hatte Angst vor den Autos. Ja, und dann kam die dann noch mit ihrem Stab hoch. Jenny hat ja anfangs gesagt, der ist echt ab 16, wegen den Autos müsste der doch schon ab 18 sein, weil die so gruselig sind. Total gruselig, die hatten Stacheln und so. Und dann noch diese Stäbe da dran und so, das, boah, nee. Also, aber ich meine, eine coole Idee auf jeden Fall. Also die Autos waren schon cool gemacht. Also das auf jeden Fall. Von daher, der ein oder andere mag vielleicht bemängeln, dass man nicht sehr auf die Charaktere eingeht. Also es gibt auch bei Flash Gordon einige Flashbacks. Flash Gordon? Habe ich Flash Gordon gesagt? Mhm, ja. Flashbacks? Ich habe doch Flashbacks gesagt. Nee, du hast gesagt, bei Flash Gordon gab es so einige Flashbacks. Ehrlich? Ja, hast du gesagt. Nein, bei Mad Max gab es so einige Flashbacks und da wusste ich im Film auch nicht so ganz,
worauf die sich jetzt beziehen, weil auf die alten Mad Max Filme, es gab hier und da Ähnlichkeiten, aber so wirklich passten sie eigentlich nicht. Und von daher, eine große Charakterzeichnung gibt es nicht. Man erfährt nicht wirklich viel über die einzelnen Personen. Es geht eigentlich nur darum, Krach zu machen und, ne, auf die Kacke zu hauen. Und cool ist. Und was lustig fand ich auch immer, dass die so auf ihre Lenkräder abgegangen sind. Die hatten ja einen riesen Schrank von Lenkrädern, ja. Und dann mussten die immer ihr tolles Lenkrad haben. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie so ein Statussymbol war. Also die fanden ihre Lenkräder aber voll geil. Haben sie sogar vor den Gegnern gerettet. Ja, ja. Das fand ich immer lustig. Die hast dann Lenkrad. Oh, danke. Das fand ich cool. Nee, also wir waren jedenfalls begeistert. Also ich war mega begeistert. Konnte man sich gut angucken. Ich hätte am liebsten direkt nochmal gestartet danach. Ja, ich dachte auch. Also der ging ja irgendwie 2 Stunden und ich hätte auch gedacht, also es hätte ruhig noch weitergehen können. Also war cool. Und auch im Kino war richtig schön laut. Also hat richtig, da konnte keiner stören von den anderen Zuschauern, weil die ganze Zeit, wie gesagt, nur die Action war und es richtig voll aufgedreht war. Der Boden hat richtig gebebt und war cool. Haben die gut gemacht, war wirklich schön laut. Ja gut, dann war es das, glaube ich, mit unserem Ja, das war es schon. Geht einfach rein, unbedingt. Unser Kino war ein bisschen leer und ich hoffe, da gehen doch mehr rein. Ach, das lag daran, dass wir die um 20 Uhr genommen haben, die Vorstellung. Die gehen jetzt alle um 22 Uhr. Und Jenny hat ihre wichtigste Ausbeute noch gar nicht gezeigt gehabt. Ja, stimmt. Weil ich war ja das erste Mal im Kino und da habe ich mir was Tolles geholt. Und zwar habe ich das hier gefunden. Das habt ihr vielleicht auf dem Facebook-Foto schon so halb erkannt. Das hier mit dem Monster da. Aus ich weiß nicht, aus welchem Animationsfilm Film das ist. Home oder so heißt der, glaube ich, jetzt, ne? Dieser. Aber total süß. Und da gab es da halt diese Weingummibox und da war das drauf. Und das war irgendwie total niedlich. Das musste ich haben. Ich habe hinterher gesehen, dass es da noch andere Figuren gab. Ich hab jetzt den gekauft, aber ich hatte hinterher noch eine andere schöne Figur gesehen. Ja. Und sie hat übrigens kein Fußballtrikot an gerade. Nee. Das ist Mickey Mouse hier. Ja. Okay, dann mach's gut. Stimmt, sieht so ein bisschen so aus.